Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Herangehensweise, wie du als Fotograf an neue Aufträge kommen kannst. Es geht auch so ein bisschen um das Thema Selbstständigkeit und ich habe euch mal versucht, meine Gedankengänge so ein bisschen aufzubereiten und habe euch 5 Tipps mitgebracht, die du anwenden kannst für dein Gebiet. Kommen wir direkt zum ersten Tipp und zwar ist das der Tipp Fokus. Was ist das Spezialgebiet, worauf du dich als Fotograf fokussiert und spezialisiert hast? Gerade am Anfang, wenn wir jetzt mal uns rein auf die Fotografie beziehen, ist es wichtig, sehr, sehr viel auszuprobieren. Und dafür ist es auch mal wichtig, vor die Tür zu gehen, um mal Bäume zu fotografieren, Pflanzen oder Vögel. Oder wenn du jetzt mal in die Stadt gehst, Gebäude fotografierst oder wenn du zu Hause bist, mal Gegenstände in der Wohnung oder Menschen in deiner Umgebung. Letztendlich ist es wichtig herauszufinden, was dir liegt und was dir nicht liegt. Worauf du richtig Bock hast zu fotografieren und worauf du keinen Bock hast. Ich habe mal von einem anderen Fotografen die Aussage gehört, dass man gerade am Anfang lieber sehr viel machen sollte, anstatt nichts zu machen und sich zu viele Gedanken zu machen. Deswegen ganz klar mein Tipp, geh raus, probiere so viel aus, probiere dich so viel aus, um dein Ding zu finden, worauf du dich am Ende spezialisieren willst. Der zweite Tipp, den ich dir geben will, ist das Portfolio. Und hierbei ist es wichtig, wenn du zum Beispiel deine Bilder auf einem Blog präsentierst oder zum Beispiel schon eine Website hast, dass du nur die Bilder zeigst, für die du später gebucht werden willst. Es macht keinen Sinn, die eierlegende Wollmilchsau zu spielen und alles zu zeigen, was man jemals gemacht hat. Denn wenn man sich nicht besonders auf ein Thema fokussiert, dann zeigt man zwar, dass man viel kann, aber nichts besonders gut. Letztendlich ist das wie bei der Leichtathletik bei einem Zehnkämpfer. Und bei allem Respekt, aber ein Zehnkämpfer kommt niemals an die Zeit heran, die ein Sprinter, ein professioneller Sprinter für einen 100-Meter-Lauf benötigt. Denn dieser ist wirklich nur fokussiert auf dieses eine Kerngebiet und versucht dort der Beste zu werden. Und da wird der Zehnkämpfer niemals herankommen. Deswegen hier nochmal ganz klar der Tipp, zeigt eure Arbeit. Zeigt, was ihr drauf habt, riskiert gesehen zu werden und denkt nicht so viel darüber nach, was die anderen denken könnten. Denn alle negativen Gedanken, die ihr eventuell habt, die werden mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit niemals eintreten werden. Um euch auch noch eine kleine Buchempfehlung zu geben, habe ich hier das Buch von Austin Kleon und zwar Show Your Work. Das ist ein ziemlich cooles Buch, ist auch nur 200 Seiten dick. Und das sind einfach ein paar Wege beschrieben, wie ihr auf euch aufmerksam machen könnt. Also wenn ihr darauf Bock habt, Link ist in der Beschreibung. Und check das auf jeden Fall gerne mal aus. Kommen wir zum dritten Tipp. Und zwar sind das freie Projekte. Wie ich eben schon gesagt habe, ist es für den Fotografen wichtig, die Bilder im Portfolio zu haben, für die man letztendlich gebucht werden will. Und das erreicht man einfach am besten durch freie Projekte. Vor allem, wenn man noch keine Aufträge hat, wofür man gebucht wird. Um hier mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Nehmen wir mal an, ihr fotografiert natürliche Paarfotografie. Und es ist doch der einfachste Weg, mal in eurem Freundeskreis zu gucken, wo Paare sind, die perfekt zueinander passen, die eine tolle Ausstrahlung haben und die im Idealfall auch nicht kamerascheu sind. Schreibt die Leute an, erzählt ihnen, was ihr vorhabt, dass ihr euer Portfolio erweitern wollt und dass die beiden perfekt dazu passen würden. Mach ein Date aus, begleite die zwei, setze die zwei super in Szene, genauso wie du gebucht werden willst für die Bilder. Letztendlich ist hier halt das Ding, dass freie Projekte normalerweise ohne Bezahlung stattfinden. Dafür kriegst du aber die Nutzungsrechte, um diese Bilder für dein Portfolio zu verwenden. Letztendlich wird das eine Win-Win-Situation sein, denn die beiden kriegen super tolle Bilder und zwar für umsonst und du kannst einfach die Bilder nehmen und die auf dein Portfolio packen, wo du gerne dafür gebucht werden willst. Der vierte Tipp ist, baut ein Netzwerk auf und sucht Verbündete, die auf derselben oder der ähnlichen Reise seid wie ihr. Ein super Tipp dafür sind Facebook-Gruppen. Facebook-Gruppen, ich bin auch in mehreren Facebook-Gruppen, wo ich mich über Themen informiere, die mir am Herzen liegen und wo ich mich weiterentwickeln will. Je nachdem, in welchem Bereich ihr unterwegs seid, sucht nach Fotografen-Stammtischen oder Meetups und connectet euch dort mit den Kreativen und Fotografen, die sich dort befinden, um einfach erstmal euer Kontaktnetzwerk zu erweitern. Eventuell ergeben sich sogar Möglichkeiten, als Second Shooter bei einem anderen Shooting dabei zu sein, um dem Hauptfotografen zuzuarbeiten, um dort einfach zu lernen, seinen Blickwinkel so ein bisschen zu erweitern, seinen Horizont zu erweitern und Fragen zu stellen, warum dieser Fotograf in einer Situation diese Entscheidung getroffen hat und was ihn dazu bewegt hat. Das sind einfach alles Punkte, wo ihr einfach euer Kontaktnetzwerk erweitern könnt und gegebenenfalls sogar selber an Aufträge kommt. Der fünfte Tipp ist, sei mutig. Schreibe doch einfach mal Firmen an, ob sie nicht mit dir zusammenarbeiten wollen. Mal folgendes Beispiel. Nehmen wir an, du bist von deiner Leistung richtig überzeugt und kriegst nicht nur von deinen Freunden das Feedback, dass du wirklich auch in Lifestyle-Momenten diese Momente wirklich sehr gut dokumentieren kannst. Nun scrollt doch mal durch euren Instagram- oder Facebook-Feed durch und reagiert auf Werbung, die euch mit Lifestyle-Produkten geschaltet wird. Letztendlich nehmt ihr das Unternehmen, schreibt es einfach mal ganz offen und herzlich an. Hey, passt auf, ich bin Chris Lehnert, ich habe folgendes Portfolio zu bieten und schickt ihnen einen kleinen Ausschnitt von euren besten Bildern. Hättet ihr nicht Bock, mit mir zusammenzuarbeiten?
Denn was soll denn schon groß passieren? Nein gesagt haben sie ja schon und im Endeffekt kannst du nur gewinnen. Und wenn sie jetzt Nein sagen, dann ja okay, Haken dran und ab zum nächsten Unternehmen. Und wenn sie jetzt doch Ja gesagt haben sollten, ja dann herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gut gefallen und ja, wenn ihr weitere Fragen habt oder Sachen gerne wissen wollt oder weitere Tipps haben wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe richtig Bock, da noch mehr Content zu liefern. Und ja, letztendlich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video gerne, abonniert den Kanal für mehr Videos und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.